Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder eine Cast-Challenge. Ich habe mich dafür entschieden, dass wir mal wieder eine Insta-Pix-My-Sim-Challenge machen. Das Ganze haben wir ja bereits mit Twitter gemacht vor etlichen Jahren. Und das Ganze ist eigentlich ganz cool geworden und ich habe das schon ewig auch nicht mehr bei anderen gesehen. Aber eigentlich fand ich das immer sehr, sehr cool, wenn eben die Zuschauer mitentscheiden können, wie das Ganze dann wird. Und ja, so habe ich halt ein paar Fragen in meine Instagram-Story gestellt. Es haben 18 Leute teilgenommen. Demnach ist es, denke ich, dann auch sehr repräsentativ. Und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Beginnen wir natürlich direkt mit dem Geschlecht. Also, ich habe es schon fast vermutet, es ist weiblich geworden. Ist es eigentlich mittlerweile fast immer eigentlich? Also, ich habe die Fragen nicht so ganz schlau hintereinander gestellt. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen herumspringen und nicht so in der Reihenfolge gehen, wie ich sie gepostet habe, sondern so, wie sie eben Sinn machen für unser Erstellen. Denn als nächstes werde ich euch sagen, ja, wir dürfen Custom-Content benutzen. Zunächst würde ich die Hautfarbe machen. Da habt ihr mir gesagt, dass sie so einen leichten Teint haben soll. Obwohl einige auch gesagt haben, haha, wie witzig wäre es, wenn sie blaue Haut haben könnte. I see you, Leute. Aber so in die Richtung habe ich mir das jetzt dann vorstellen können. Können sie auch noch so ein bisschen dunkler machen. Ich würde sagen, das ist so ein leichter Teint. Ich meine, an ihren Gesichtsstrukturen können wir theoretisch auch noch ein bisschen was ändern. Das habe ich jetzt nicht so direkt gefragt, aber sie sieht irgendwie sehr mean aus gerade. Das könnte auch an den Augenbrauen liegen. I don't know. Ich glaube, ich finde die Augenform ganz schön. Ja, auf jeden Fall, jetzt können wir dann zu den Skin Details gehen, würde ich sagen. Und da wolltet ihr, dass sie Sommersprossen bekommt. Finde ich persönlich auch sehr süß, weil ich vergesse immer so ein bisschen, dass ich Sommersprossen habe. Obwohl ich so süß runtergeladen habe. I mean, look at them. Die sind so süß. Ich muss mehr Sims mit Sommersprossen erstellen. Es ist einfach zu süß. Also ich finde halt, die Sachen, die ihr ausgesucht habt, passen schon wieder so gefühlt gar nicht zusammen. Das zeigt mir, dass wir auch gegen die Stereotype hier gehen können, ja? Dann würde ich als nächstes die Augenfarbe nehmen. Da wolltet ihr blaue Augen haben. Aber wir haben halt so gefühlt 30 Blautöne. Deswegen würde ich, glaube ich, so ein helleres Blau schön finden. Ich muss ihre Augenbrauen ändern. Ich finde die einfach, weiß ich nicht, irgendwie ist das nicht so mein Fall gerade. Nee, das ist schon besser irgendwie. Die Lashes, ich würde dir auf jeden Fall Lashes geben, aber ich will schauen jetzt gleich nochmal, dass das dann mit dem Stil und so ein bisschen zusammenpasst. Ich würde jetzt aber erstmal zu den Haaren weitergehen. Da wolltet ihr entweder blonde oder rote Haare haben. Das ist jetzt so ein bisschen blöd, weil blond und rot ist, weiß ich nicht, irgendwie, das ist halt so ein bisschen dazwischen. Ob man jetzt halt sagt, dass man dann halt sowas nimmt. Ich würde dann, glaube ich, sogar eher das hier nehmen, weil ich... Das ist halt eher so orange. Ich finde halt das hier dann irgendwie doch noch ein bisschen hübscher. Ich hoffe, das ist okay für euch alle, ja. Und die Haarlänge soll so mittellang sein. Also mit lang habe ich jetzt halt über die Schultern gedacht. Also so bis zur Brust oder halt sogar noch länger. Und kurz ist halt eben, keine Ahnung, bis zu den Ohren oder so. Also ich würde jetzt sagen, halt einfach schulterlang ist so mittellang. Zumindest habe ich das jetzt, war das jetzt so meine Auffassung von den ganzen. Treff mich, wie ich wieder mich wieder nicht entscheiden kann, weil ich zu viele schöne Haare habe. Ich meine, irgendwie ist das halt schon auch passend mit der Haarfarbe. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich meine, theoretisch wäre das ja wirklich die Mitte von den beiden, oder? Von blond und rot. Vielleicht nehme ich doch das. Aber sie sieht unheimlich süß aus. Egal, was ich hier gebe, alles ist einfach nur süß. Sie sieht auch so ein bisschen unschuldig aus, was ein bisschen witzig ist, was wir später noch sehen werden. Okay, wie wäre es damit, wenn man halt ihr dann so ein Ombre gibt, was dann noch so blond unten ist? Weil dann können wir ja wirklich beide Sachen mit einbeziehen, so. Eigentlich finde ich das gar nicht so bad. Ich finde die Frisur auch irgendwie sehr, sehr passend. I don't know. Mag ich sehr gerne an ihr. Dann würde ich mich um ihren Körperbau kümmern. Sie soll eine kurvige Lady werden. Und dafür muss sie natürlich erstmal ein bisschen was mehr auf den Rippen haben. Dann bekommt sie natürlich schöne Boobies, einen schönen Popo hat sie schon und eine breite Hüfte hat sie sowieso schon. Also, weiß ich nicht. Wir wollen natürlich trotzdem, dass das hier möglichst natürlich ist, weil wenn das halt so komplett riesig ist, ist es natürlich auch ein bisschen unrealistisch, ja. Und jetzt kommen wir dazu, wieso es witzig ist, dass sie so unschuldig aussieht, denn ihr Kleidungsstil soll sexy sein. Passt da natürlich wenig dazu, dass sie halt so eine unschuldige Mausi ist vom Gesicht her, aber wir dürfen natürlich auch gegen Stereotype gehen. Finde ich sogar ehrlich gesagt ziemlich cool. Okay, ich kann diese schönen Lashes nehmen. Ich habe auch überlegt, ob ich nicht diese von Dreamgirl nehmen soll, weil die... Klar, die sind ein bisschen übertrieben, aber die stehen ihr jetzt nicht so gut. Da finde ich die, glaube ich, nochmal schöner. So, und dann gucke ich mal, was wir hier ein schönes
an sexy Sachen haben. Also ich habe auf jeden Fall einige sexy Sachen. Aber bei manchen Sachen, da bin ich mir auch so unsicher, ob das so zählen würde. Weil zum Beispiel, ist das sexy? Weiß ich nicht. Also ich finde es halt schön. Ich finde halt alles, was ich habe, schön. Aber da frage ich mich immer so, ist das dann auch sexy oder ist das so, keine Ahnung, gehört das dann zu einem anderen Style? Ich bin jetzt nicht so bewandert, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, so ein tiefer Ausschnitt ist doch theoretisch schon sexy, oder? Also muss ja irgendwie darunter zählen, oder? Bin ich blöd. Sowas ist auf jeden Fall sexy, würde ich sagen. Ich finde das, glaube ich, sogar gar nicht schlecht. Ich finde, das ist auch mal was anderes. Also nicht so, was ich sonst mache. Deswegen, you go, girl. Und dann kann sie dazu ja maybe so einen Rock oder so tragen. Oder einfach hier so einen String. Let's go. Aber da fehlt es mir sogar fast noch schwerer zu beurteilen, was sexy ist. Weil nur weil es ein kurzer Rock ist, warum sollte das direkt sexy sein? So, you know? Es ist halt ein kurzer Rock. Ich meine, Lederhose ist auf jeden Fall sexy, oder? Ich glaube, ich gehe damit. Und dann nehmen wir ihr... Dann geben wir ihr so richtig hohe Hacken, weil da weiß ich, dass Leute das sexy finden. Also von der Hackenhöhe finde ich das auf jeden Fall schon mal gut. Die finde ich großartig. Die sind halt auch sehr schlicht, sage ich mal. Finde ich eigentlich sehr nice. Das ist so witzig. Sie sieht so casual aus und da, also im Gesicht und dann kommt so ihr Outfit. Als nächstes gucken wir uns die Tattoos an. Da wolltet ihr, dass sie ein Rückentattoo bekommt. Finde ich richtig cool. Weil wenn, gebe ich meinen Sims meistens so an den Armen oder so Tattoos. Im Rücken tatsächlich eher selten. Deswegen, es ist außerhalb meiner Komfortzone und das finde ich gut. Nein, das ist ja eher die Seite als der Rücken. Voll süß. Aber ich hätte eher gedacht, dass man das hier oben hat, weil dann könnte man das auch mit ihrem Outfit sehen. Ich finde dieses hier, glaube ich, richtig süß. Oh. Zeigt dann halt vielleicht nochmal ihre softe Seite so. I don't know, ich mag das immer gerne, wenn man so einen vielfältigen Sim hat, sag ich mal. Nee, aber ich finde das süß. Müsst ihr mir mal sagen, ob das eine Sache ist, die man so machen kann oder nicht. Aber ich find's cool. Ich meine, ich bin ja auch so eine, ne? Ich wirke wahrscheinlich von außen auch eher süß, aber ich trage ja auch viel Ausschnitt oder so. Oder Sachen, wo man sagen würde, oh, das ist aber sexy so. Sehe ich jetzt halt das Problem nicht. Warum darf sie dann nicht so ein süßes Tattoo haben, sag ich mal, weißt du? Außerdem soll sie noch ein Nasenpiercing bekommen. Ich hoffe, dass das funktioniert, weil ich musste ja eher diese Haare, also das geben. Aber normalerweise müsste das funktionieren. Ich hoffe es, weil das wäre sonst sehr traurig. Ich habe hier so ein cooles Septum. Ich glaube, ich finde das nice, weil ich habe jetzt lange, ich habe halt jetzt viel die EA-Sachen benutzt immer. Aber ich habe so süße Custom-Content-Piercings. Die sollte ich mehr benutzen, ganz ehrlich. Weil dieses ist auch richtig süß, aber das clasht leider ein bisschen mit den Lashes. I like it a lot. Und zu guter Letzt soll sie noch dezenten Schmuck tragen. Ein Kettchen und vielleicht noch so kleine Ohrringe. Vielleicht nur so Stecker. Das würde ich unter dezent dann verbuchen. Ich weiß nicht, ob ich Ohrringe nehmen kann oder ob die clashen, weil ich glaube, das clasht alles. Nee, nicht alles. Okay. Diese hier clashen nicht. Deswegen überlege ich, ob ich dann einfach die nehmen soll. Und dann halt eben eine Kette. Ich finde, das ist sonst sowieso ein bisschen leer hier. Ja, die ist doch süß. Einfach so was Schlichtes, sage ich mal. Ich finde, das ist sehr dezent. Och, ich liebe sie, ganz ehrlich. I love her a lot. Ihr müsst mir unbedingt schreiben, was ihr von ihr haltet, weil, oh mein Gott, ich finde sie wunderschön. Und sie ist halt so anders geworden als alle anderen Sims, die ich je erstellt habe, so. Allein schon wegen der Haarfarbe, weil ich erstelle wirklich selten Sims, die irgendwie so rothaarig oder so sind. And I love her. Wir haben da was ganz Besonderes geschaffen. Ich bin aber immer so unkreativ mit den Namen, Leute. Ich nenne sie jetzt Juliet Rabbit. Ich weiß nicht. Fragt mich nicht, warum. Und sie möchte bestimmt sehr beliebt sein. Das ist so eine Partylöwin. Ich sehe sie da. Die ist immer fröhlich, total ehrgeizig, aber vielleicht auch ein bisschen selbstsüchtig. Ja, wie gesagt, also ich hatte sehr viel Spaß, sie zu erstellen. Es hat mir Spaß gemacht, das Ganze jetzt nochmal mit euch so zu machen. Ihr wolltet mehr Cast-Challenges sehen und da ist mir das dann halt dann doch in den Kopf gekommen. Und ich dachte, das ist sehr cool und wie gesagt, das Ergebnis lässt sich auch sehen. Ich glaube, dass ich die Gute auch irgendwo in den Let's Play platzieren werde. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss!